Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Lukas. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das hier ist mein allererster Vlog und zwar von meiner Reise nach Bangkok. Dort gebe ich meinen allerersten Workshop im Ausland, deswegen für mich auf jeden Fall was krass Besonderes. Die meisten, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass Bangkok und die Leute dort für mich eine krasse Bedeutung haben und einen riesen Einfluss darauf hatten, wie ich mich heutzutage bewege. Ihr werdet es in dem Video auf jeden Fall merken und dann auch besser verstehen. Genau, deswegen dachte ich, es wäre cool, euch auch mit auf die Reise zu nehmen, einfach weil ich Bock hatte, auf dem Kanal hier auch ein paar mehr persönliche Sachen zu teilen. Einfach, dass ihr mich als Person besser kennenlernt und auch seht, was ich so auf der Reise mache und auch meine Leute von da besser kennenzulernen. Falls euch der Vlog gefällt, wäre es übertrieben korrekt, wenn ihr ein Abo da lassen könntet, das Video liked und mich in den Kommentaren wissen lässt, was genau euch am besten gefallen hat. Und natürlich auch, ob ihr Bock auf mehr so Content in Zukunft habt. Danke euch auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Ich bin jetzt gerade in Thailand gelandet. Es ist 10 Uhr morgens, das heißt deutsche Zeit so 2, 3 Uhr morgens. Ziemlich verklatscht. Ich habe so 2-3 Stunden geschlafen. Ja, man, ich treffe mich jetzt mit meinen Kollegen. Einer meiner besten Freunde hier aus Thailand, Floor, ist auch mein Tätowierer. Der holt mich jetzt ab, hat er gesagt. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. What's good, bro? What a nice uncle. Whoa, shit! Damn! Mission. Yeah, dancing for cover and I understand. Boah, Jetlag ballert komplett rein. Ich gehe jetzt mit meinen Kollegen hier noch was essen. Abend ausklingen lassen. Erster Tag war richtig chillig so, aber auf jeden Fall richtig am Arsch. Ich versuche euch trotzdem auf dem Laufenden zu halten. Ich zeige euch den Rest dann morgen. Nice. Essen für 1,50 €. Big piece extra, right? Yeah, I just got from the... Oh, like a nampla. Yeah. But it looks really green. Why is garlic the Chinese? Guten Morgen, meine Freunde. Locker mal bis 13 Uhr geschlafen. Jetlag knallt natürlich immer noch rein, aber wir waren auch, glaube ich, noch so bis 4 Uhr wach oder so. Ja, jetzt gehen wir erstmal eine kleine Runde Workout machen, ein bisschen schwimmen und heute Abend ist der Workshop, 20 Uhr geht's los. Ich bin schon richtig gespannt, ein bisschen aufgeregt, freue mich auf jeden Fall übertrieben drauf. So, let's say you do a jab, you pull out, and then straight it back. Mm. So jab and back, up and back. Yeah. This one is more like a punch. Mm-hmm. This one use arm. But this one use body and shoulder and everything. Mm-hmm. This one to like, you more use of the shoulder and the body to actually get that like, mm-hmm. Quick release from very close and just twist your body. Yeah.
Also wir sind jetzt hier in der RCA-Gegend, eigentlich so eine Partymeile, auf dem Weg zum Workshop mit meinem Kollegen Gonza. Yes, der Workshop ist vorbei. Es war übertrieben nice. Wie gesagt, mein allererster Workshop so im Ausland und den dann auch hier in Bangkok machen zu können. Bangkok hat mich krass inspiriert, so jetzt so mich zu bewegen, wie ich jetzt mache. Gerade mit diesem Freibewegen und alles, so hat auf jeden Fall hier seinen Ursprung gehabt. Eine richtige Glücksgefühle gerade. Und ja man, danke nochmal an alle, die gekommen sind. Danke an Finale fürs Organisieren. Wir gehen jetzt hier noch so ein bisschen was trinken, ein bisschen chillen und ja man, dann Abend ausklingen lassen. Heute richtig entspannter Tag, einfach ein bisschen abchillen so. Wir haben gestern glaube ich noch so bis 4 oder 5 in der Bar, sind dann nach Hause, was gegessen, übertrieben nices Essen. Ich glaube es war bis jetzt das beste Essen, was ich hier in Bangkok gegessen habe, auf jeden Fall bei dem Trip hier. Einfach 4 Uhr morgens draußen an so einem kleinen Stand, hat mich hart geflasht. Ja man, deswegen heute einfach nur ein bisschen ausruhen, mal schauen was der Tag noch bringt. Pasa, can you tell me what we're doing right now? Vegetable to make green curry. Green curry, okay. And maybe something else, like red pepper. Wow. Hello. Hi. We are. Hi. we are. Dealing all the ingredients in the bowl and we're gonna boil anything? Nope, that's for salad. What did you put inside? Just lime, salt, and a little bit of truffle oil. Oh. This is the green curry paste. Actually, you use a lot of ingredients to mix it together to make it, but this is a shortcut. Hi guys! So my name is Sasa, and this is Sasa, and this is Bess, and Lucas! It's a beautiful day. Okay, salad. Mix.
Ich habe eine kleine Pause gemacht mit dem Film. Ich war ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, das kommt von der krassen Luftverschmutzung, die gerade in Bangkok ist. Und bei dem Tag, wo das Battle war, waren wir halt den ganzen Tag draußen. Ich habe dann auch beim Zuschauen so ein bisschen gemerkt, dass mein Hals langsam angefangen hat zu kratzen. Dann habe ich so Schleim bekommen und war jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen am Arsch. Werde ich mich jetzt ready machen, Zähne putzen, duschen. Und dann holt mich Flo ab, dann fahre ich zu ihm, bin dann erstmal ein paar Tage bei ihm, bevor wir nach Vietnam fliegen. Und ja, mein Flo hat sich ein Haus gekauft vor 3 Jahren und seitdem er das gekauft hat, freue ich mich schon übertrieben drauf, das endlich mal selber zu sehen. Ich habe es immer nur so in Instagram verfolgt, wie er das alles gebaut hat und eingerichtet hat. So. Da hat er auch sein Tattoo-Studio, der will ich auf jeden Fall mitmachen, vielleicht auch so eine kleine Roomtour. Okay, Bro, what are we gonna do now? Where are we going? We gonna go to somewhere, Bro. Flo Gallery House, maybe? Somewhere in Bangkok. Oof. They'll be passing. Alright. Here's the garden, the big one that have like fitness and everything here. Nice. You go fitness sometimes? Huh? Sometime, bro. But just come. Oh, I have. I never come. Oh, shit. Nice, wir haben es geschafft. Nach knapp ungefähr eine Stunde fahren. Ist ein bisschen außerhalb von Bangkok angekommen. Floor Gallery House. Uff. What? Alter. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh my god. Okay. Welcome. What? Yeah, you too. We can open outside. Ihr müsst euch vorstellen, alles was hier hängt, hat alles er selber gemacht. Skulpturen kann der junge Mann. Airbrush kann der junge Mann. Wie ich vorhin gesagt habe, hier ist Tattoo-Studio. Das ist hier auch einer meiner Favorites. Das ist Airbrush, right? Yeah, everything Airbrush, bro. The whole house. Abstract art? Yeah, abstract one. Damn. can you say something about this? So basically this painting I create from totally freehand airbrushing. Damn. Yeah, it's kind of like a story for this house. Mm-hmm. Like the feeling that how I get this house so hard, even the suffer and the struggling. Damn. Yeah, so somehow this painting come up the right time when I bought the house. Damn. So I thought about like, okay, I'm gonna put this right in the middle of the house. Yeah. Also the statue and everything. Yeah, bro. Damn. Wow. Crazy.
I didn't even notice that it's about this crazy. Yeah, bro. I even side is like a house. Uh-huh. The house sign. Yeah. Yeah. Something like that, right? In my signature, a little bit kind of like a. Ah, true. Damn, next level. Just little secret. Alter, oh mein Gott. Ich bin richtig stolz auf den Jungen. Müsst ihr euch vorstellen, ich kenne den, seitdem er 17 Jahre alt ist. Keine Tattoos. Und jetzt hat er sich einfach sein Haus gekauft von seinen Tätowieren. Unglaublich. Stolz. Was soll man da sagen? Ich bin echt krass stolz auf den. Kann ich nicht anders sagen. Ist echt ein richtig guter Kumpel geworden über die letzten Jahre. Richtig guter Freund. Und hat jetzt einfach sowas hier am Start. Super nice, sowas zu sehen, wenn Leute so wirklich ihre Passion finden, so richtig daran aufgehen, ganze Zeit und Energie da reinstecken und dann einfach sowas hier entsteht, so als Resultat von der Arbeit, die man geleistet hat. Übertrieben nice, feier ich hart. Wir sind jetzt nochmal rausgegangen, fahren hier ein bisschen durch die Hood. Techie, auch einer von 99 Flavor, einer von meiner Crew, wohnt hier auch ganz in der Nähe. Da fahren wir jetzt nochmal vorbei, chillen ein bisschen mit dem. Die konnten sich jetzt auch ein Haus mieten, weil seine Freundin A richtig bei Twitch am Durchstarten ist. Die ist DJ und legt da auf. Und jetzt, da fahren wir auf jeden Fall später vorbei. Hier auch ein fettes Gemälde, was Floor gemacht hat. Sind gerade vor der Haustür von seiner Freundin angekommen, die wir noch abholen. Der Typ ist echt crazy mit seiner Kunst. Streaming, ja? Streaming Setup. Dope. Wow. Okay. So, where we at now? We on the way to the temple, bro. Tempo in the jungle, bro. Die Schlange geht hier einfach einmal so komplett rum, catcht sich dann hier hinten wieder. Quasi Schwanz an Schwanz mit der anderen Schlange. Richtig crazy aus. Krass, ey, ich war noch nie so richtig selber bei dem Tempel, ehrlich gesagt. Ich habe es natürlich schon oft gesehen, so auf Bildern. Aber ich habe mir selber noch nie so richtig die Zeit genommen, weil ich irgendwie nicht so ein Fan von so Tempeln inmitten in der Stadt bin. Und ich war die meiste Zeit immer so in Bangkok, wenn ich hier war. Deswegen ist es super nice, mal hier so ein bisschen ländlich auch zu einem Tempel zu fahren. Übertrieben nice. Richtig cooles Feeling. Jetzt hier noch in so ein kleines gechilltes Café. Sieht super nice aus. Ist wirklich irgendwo und nirgendwo. Also wenn ihr hier die Straße seht. Wir sind gerade hier lang gefahren und ich habe wirklich nicht gedacht, dass hier irgendwo ein Café sein wird. Weil es wirklich einfach sonst gar nichts ist. Und dann hält man hier so an und zack, ist auf einmal hier so ein richtig smoothes, kleines, süßes Café. Uff, schaut euch das an. Musik, richtig schöne Sitzplätze. Hier hinten sogar was zum Hinlegen. Hier, Alter. Lovely. Oh dear.
they believe for the luck, bro. This one? Chinese lucky tree, the orange one. If we are thief, we can take it. Are you a thief? Steal the luck? What? No, bro, we're gonna get hurt. Do we have insurance? No. Okay, be careful. I shouldn't talk with my name, Buddha Lucas. Damn. He listens to some nice music. Fresh one, he said, really smooth. You just cut and use spoon to eat it. Amazing. Oh, ich schwöre, das war gerade einer der nicesten Momente überhaupt. So, wir waren wie gesagt vor dem Haus vor der Freundin, wollten da ein paar Sachen abholen, hatten aber den Schlüssel vergessen und waren dann schon wieder eigentlich dabei wegzufahren. Dann ist der Vater uns mit seinem Roller so übertrieben schnell hinterhergefahren, hat uns quasi aufgehalten, weil er uns unbedingt so ein paar von seinen frischen Mangos schenken wollte. Das war schon übertrieben süß, habe ich schon hart gefeiert. Und dann hat er gesagt, ja, kommt doch nochmal so. Hat er mich quasi zu sich in sein Haus eingeladen, hat mir sein Haus gezeigt, wollte dann unbedingt seine Stereoanlage und seine Boxen draußen vor der Tür zeigen. Haben einen Drink gemacht so und einfach übertrieben nices Feeling da abzuchillen, so diese Gastfreundschaftlichkeit zu spüren. Und ja, man, so Momente sind echt einfach göttlich und irgendwie auch unbezahlbar so. This is Garuda, right? This is the dragon that I want to tell you. Yes, from the temple. Yes, bro. Here is the whole heaven of this universe. Mm-hmm. The whole story of this, the thing is living here. This is human world living here in the middle. Mm-hmm. This is like God level here. This is, you see? They catch the dragon. Mm-hmm. The Garuda, yeah. Yeah, when the fight come, the Garuda will fly like above the water. And he will create the wind, and so he can see through the water. Yeah, this is how they ate the rock. See. Ah, so they get heavy. Yeah. And the Garuda cannot carry them. Yeah, not easy. He convinced to the master of this. Mm-hmm. Like how why normally I catch it so easy, but somehow like so hard. Mm-hmm. You need to catch from the tail, mm-hmm. the end of the tail. When you drag from the tail to the up, the rock fall, mm-hmm. from the mouth, mm-hmm. so it's more easy just to carry on. Mm. Yeah, oh, like okay. That. Yeah, see the rock is falling. Oh, yeah, okay. And he catch from the tail. So he shake out the rocks. Yeah. Okay. Wir sind jetzt hier vor dem Friseurladen angekommen. Es ist ein Friseurshop von einem Kollegen von mir, wo ich eigentlich immer meine Haare schneiden gehe hier in Bangkok. Übertrieben korrekter Typ und schneidet auch nice so. Bei mir ist immer ein bisschen kritisch. Eigentlich gehe ich immer nur zu meinem Kollegen in Frankfurt die Haare schneiden. Aber dem Boy kann man ja echt vertrauen. Also wenn ihr mal in Bangkok seid, checkt den auf jeden Fall ab. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall auch ein bisschen den Laden, weil der ist übertrieben nice. Echt super nice. Gerade kriegt Flo noch die Haare geschnitten. Chill jetzt hier noch so ein bisschen. Danach gehen wir wahrscheinlich was essen. Yes, 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 yes. Bei mir auch Haare wieder fresh. Almost missed the flight, huh? Yeah. Thank you.
So, ich bin wieder bei Flo im Haus angekommen. Heute wird tätowiert.